Das zweite, was wir betrachten, ist die Sinus-PWM. Das ist jetzt ein Verfahren, wo wir auch die Amplitude der Spannung einstellen können. Von der Funktionsweise her ähnlich wie Pulsweitenmodulation bei DC-DC-Wandlern, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt kein konstantes Tastverhältnis haben, sondern dass wir ein sinusförmiges Vergleichssignal haben, was wir mit einem Trägersignal vergleichen, um ein zeitlich veränderliches Tastverhältnis zu kriegen. Das heißt, wir vergleichen ein Trägersignal, das nennen wir jetzt UTR, was dreieckförmig ist, ich male das mal auf, mit einem sinusförmigen Referenzsignal. Das male ich hier auch mal mit rein und erzeuge somit mein Ansteuersignal für die Transistoren. Das heißt, wenn wir uns das jetzt als Schaltbild betrachten wollten, sieht das wie folgt aus: Wir haben einen Komparator, wie bei der Pulsweitenmodulation üblich. Am Ausgang wird das PWM-Signal erzeugt. Hier sei direkt das Ausgangssignal, das Ansteuersignal für den Transistor S plus und das invertierte Ansteuersignal wird das sein für den Transistor S minus. Und wir haben dann an den Eingängen, am Minuseingang dieses Trägersignal und am Pluseingang das Sinussignal als Referenzsignal. Jetzt schauen wir an, wie jetzt da die Schaltsignale und dann die Ausgangssignale entstehen. Das heißt, immer dann jetzt, wenn jetzt das Referenzsignal größer ist als das Trägersignal, wird dieser Komparator einen High-Pegel ausgeben und damit sozusagen das Steuersignal für S plus auf High gehen. Und weil das jetzt hier invertiert ist, das Steuersignal von S minus auf Low gehen. Das heißt, ich muss eigentlich bloß die Zeitpunkte hier betrachten, wo wir einen Schnittpunkt haben zwischen den Zeitverläufen des Referenzsignals und des Trägersignals. Ich male die mal ein, diese Zeitpunkte. Und dann sehen wir jetzt das Steuersignal S plus hier. Wird jetzt in diesem ersten Intervall high sein, dann wieder low. Und wir sehen hier sehr schön, dass sozusagen jetzt kontinuierlich das Tastverhältnis hier sich verändert. Ja, hier sehen wir in diesem Bereich um das negative Maximum der Referenzspannung haben wir sehr kleine Einschaltzeiten, hingegen um das positive Maximum der Referenzspannung kriegen wir sehr große Einschaltzeiten. Das heißt, wir haben hier ein zeitlich veränderliches Tastverhältnis und jetzt steckt die Information über den momentanen Wert des Referenzsignales im zeitlich veränderlichen Tastverhältnis hier drin. Das heißt, in diesem Signal D von T beinhaltet. Malen wir jetzt auch noch die Signale für S minus auf. Das heißt, die invertierten Signale, jetzt vernachlässigen wir hier die Totzeit, haben wir dort die kürzeste Einschaltdauer. Wenn wir beim positiven Maximum sind, dann Nulldurchgang ca. 50% Einschaltdauer und die größeren Einschaltdauern dann wieder beim negativen Maximum. Und jetzt ist es so, das Ausgangssignal ist jetzt ja gerade gleich dem Einschaltverhalten von S plus von T. Das heißt, gehen wir nochmal oben rein in die Schaltung. Sehen wir hier bei diesem Halbbrückenwechselrichter immer dann, wenn jetzt S plus durchgeschaltet wird, kriegen wir die Spannung UD am Ausgang, ansonsten 0 für UA oder das so interpretieren, wenn S plus eingeschaltet ist, kriegen wir eine Lastspannung UA 0, die plus UD halbe ist, wenn S plus eingeschaltet ist und minus UD halbe, wenn S minus eingeschaltet ist. Also malen wir das hier auch auf. Dann muss ich hier also dieselben Schaltzeitpunkte haben wie vorher auch. Ich kriege proportional zum Signal von S plus die Spannung über dem unteren Schalter, also mit den Werten zwischen 0 und UD, also Spannung UA. Das heißt hier positiv, größeren positiven Tastverhältnis, solange der momentane Wert der sinusförmigen Referenzspannung größer als 0 ist, dann ungefähr 50% Tastverhältnis beim Nulldurchgang der Spannung und dann Tastverhältnisse, die kleiner sind als 50%, wenn wir das negative Maximum haben und entsprechend die Spannung für die Lastspannung um UD halbe nach unten versetzt. Das wäre dann die Ausgangsspannung UA0 und in dieser Ausgangsspannung ist jetzt natürlich auch wieder ein sinusförmiger Anteil vorhanden. Das heißt, tatsächlich könnte ich jetzt hier als Unterschwingung, sogenannte Unterschwingung, den Verlauf eines Ausgangssignals wieder darstellen. Ich möchte das mal ganz grob machen. Dieser ist proportional zur Spannung UREF, aber jetzt sozusagen umskaliert, verstärkt über die Höhe der Zwischenkreisspannung. Wir kommen gleich zum Begriff des sogenannten Modulationsgrades. Der sagt dann aus, wie groß dann hier die Ausgangsspannung sein wird. Das heißt, das hier wäre die Grundschwingung und man sagt jetzt, diese ist hier als Unterschwingung im Ausgangssignal vorhanden. Das heißt, UA von T enthält als Unterschwingung einen Sinusverlauf, der proportional ist zu der Spannung UREF.
Unterschwingung deswegen, wir haben mal gelernt bei Fourierreihen, dass dort Oberschwingungen nur auftreten bei Vielfachen der Grundfrequenz tatsächlich. Das hier ist unsere Periodendauer eines Schaltzykluses. Und diese Periodendauer des Schaltzykluses ist nun kleiner als die Periodendauer unseres sinusförmigen Verlaufes. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier oben das einzeichnen, das hier wäre die Periodendauer unseres Ausgangssignals. Die Periodendauer des Schaltzyklus wäre kleiner. Das heißt, eigentlich müssten in diesem Signal hier unten nur harmonische bei Vielfachen der Schaltfrequenz drin sein. Tatsächlich aber durch diese zeitliche Veränderung des Tastverhältnisses wird, wenn wir dort eine Fourier-Reihenentwicklung machen, neben diesen Vielfachen bei der Schaltfrequenz auch zusätzlich ein Anteil bei sehr niedriger Frequenz sein, nämlich dieser Grundschwingungsanteil. Und das ist den wir dann eigentlich an der Last nutzen wollen. Das heißt, wir können noch als letztes hier schreiben, tatsächlich haben wir hier eine Ausgangsfrequenz, die deutlich kleiner ist als die Schaltfrequenz. Oder umgekehrt, wir müssen mehrfach pulsen während einer Periode der Ausgangsspannung, um diese Ausgangsspannung zu erzeugen. Aber wir können nun Amplitude und Phase ändern, weil tatsächlich das Einzige, was man ändern muss, ist der Verlauf des Referenzsignals. Das heißt, um eine höhere Amplitude zu kriegen, muss man nur den Wert des Referenzsignals in der Amplitude erhöhen. Das heißt, wenn das hier Umax wäre, muss ich dieses Referenzsignal, was irgendwo generiert wird durch einen Funktionsgenerator oder intern durch einen Mikrocontroller, nur in seiner Amplitude verändern, um gleichermaßen die Änderung der Ausgangsspannungsamplitude zu kriegen. Das kann der Wechselrichter in Grundfrequenztaktung nicht. Und um höhere Frequenz zu kriegen, muss ich jetzt nicht die Schaltfrequenz erhöhen der Transistoren, sondern eigentlich bloß die Frequenz dieses Sinussignals. Das heißt, wenn ich hier diese Frequenz variiere, kann ich damit auch automatisch die Ausgangsspannung verändern. Das ist das Verfahren der sogenannten Sinus-PWM.